Hey Leute, so sehe ich aus, wenn ich was Normales zocke. Ja. Naja. Und so sehe ich aus, wenn ich Heart of Darkness zocke. Ach echt, jetzt nicht wirklich, oder? Ach nein, das kann doch nicht wahr sein. Also wie kommt man auf sowas? Und warum das so ist, seht ihr jetzt. Heart of Darkness ist ein Spiel, bei dem man stirbt. Oft. Ständig. Man stirbt. Und stirbt. Und stirbt wieder. Nur um nochmal zu sterben. Aber von vorn. Heart of Darkness ist ein 1998 für PC und PlayStation erschienener Plattformer. Man übernimmt die Rolle von Andy, einem Jungen, dessen Hund Whiskey während einer Sonnenfinsternis durch dunkle Kreaturen geraubt wird. Mit einer selbstgebauten Elektropistole fliegt er im selbstgebauten Flugleiter direkt in eine Fantasiewelt. Dort erlebt er einige Abenteuer auf der Suche nach Whiskey. Ich hab auch schon Abenteuer auf der Suche nach Whiskey erlebt. Entwickelt wurde das Spiel vom kurzlebigen Studio Amazing Games, welches zu großen Teilen aus Leuten bestand, die auch an den Plattformer Evergreens Flashback und Another World mitgewirkt haben. Bemerkenswert an dem Spiel ist, dass die Entwicklungszeit 6 Jahre betrug. Das lag vor allem daran, dass viel Aufwand in den Soundtrack und die Zwischensequenzen geflossen ist. Bei Erscheinen wurde das Spiel von der allgemeinen Kritik positiv aufgenommen, bemängelt wurde aber vor allem die altbackene Grafik. Jetzt schaue ich mir das Spiel an und muss sagen, die ist super detailliert und liebevoll gemacht. Technisch auch definitiv auf dem Standard der späten 90er. Okay, alles was damals kein Haufen vom Polygon-Exkrement war, wurde ja als schlecht betitelt. Jetzt legen wir aber mal das zur selben Zeit erschienene und wegen seiner Grafik damals hochgelobte Tomb Raider 3 daneben. Was sieht da jetzt bitteschön schäbiger aus, hä? Heart of Darkness? Was? Heart of Darkness. Halt die Klappe! Nein, die Ingame-Grafik finde ich fast schon zeitlos. Die sticht die sehr grob gerenderten Zwischensequenzen echt aus. Alles wirkt aus einem Guss. Die Spielwelt erscheint mystisch und faszinierend fremd, während die Charaktere trotzdem schön frech comichaft sind. Zudem sind die Animationen sehr flüssig. Gefällt. Neben der Grafik fällt mir auch die Abwechslung in Herausforderungen und Levelabschnitten sehr positiv auf. Kein Bildschirm gleicht dem anderen, ebenso die Aufgaben, die zum Weiterkommen erledigt werden müssen. Mal schießt man sich durch Gegnerhorden, manchmal legt man ein waghalsiges Klettermanöver ein, schießt den Weg frei, weicht Gegnern aus, baut sich Leitern. Das Spiel macht einiges aus seinen Möglichkeiten. Die gute Abwechslung ist aber auch bitter nötig, denn am Ende des Spiels wird man die meisten Abschnitte wieder und wieder und wieder gespielt haben. Das liegt nicht mal am Schwierigkeitsgrad, einfach daran, dass vieles unberechenbar ist und stellenweise perfektes Timing und perfekte Controller-Reaktion abverlangt. Einzelne Stellen muss man dadurch wieder und wieder spielen. Ich habe allein eine Stunde Footage davon, wie ich versuche, diese Wand hochzukommen. Und das liegt nicht daran, dass diese Wand so schön ist. Das Spiel habe ich als unheimlich lange und umfangreich in Erinnerung. Ist es nicht. Man kann es in unter 2 Stunden schaffen, wenn man nicht ständig abkratzt. Seinen Umfang generiert es aus den zahlreichen Versuchen, die man auch als gewiefter Spieler bitter benötigt. Und auch diese war... Oh. Auch bei dieser war... Ich versuche auch diese Wand hoch. Echt jetzt? Diese Wand ist eben... Wo kommt denn jetzt diese scheiß Fontäne her? Um das hier abzukürzen, ich versuche... Ich hab doch abkürzen gesagt! Also, nach über einer halben Stunde, die ich versuche, diese Wand hochzukommen, erreiche ich endlich den Ausgang um... Was? Das will ich nochmal sehen. Echt jetzt? Echt jetzt? Oh. 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 Hä? Kanzlei Plumper und Brüder? Nachdem ich mir hier echt einen abgebrochen habe, will mir das Spiel wirklich weismachen, dass ich jetzt von außerhalb des Bildschirmes abgeschossen werde. Also bei allem Frust, den dieses Spiel ohnehin schon verursacht, damit überschreitet es eine ganz empfindliche Grenze. Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad ist in Ordnung. Man kann das alles durchaus schaffen, wenn man sich ein wenig konzentriert, bedacht und mit Geduld vorgeht und die Umgebung genau beobachtet. Beim 10. Versuch einer Passage habe ich diese Geduld aber nicht mehr. Das schafft dann keine Herausforderung, sondern Frust. Das ist auch der größte Kritikpunkt, den ich an das Spiel habe. Durchgespielt habe ich es zur Vorbereitung nicht. Nachdem ich anfangs noch total heiß auf das Spiel war, nahm meine Lust immer weiter ab, bis ich mir dachte, ja,
hast es ja gesehen. Diese Wand. Heart of Darkness ist dennoch ein Tipp für alle Fans schöner Plattformer. Seine Stärken sind das tolle Ambiente, die abwechslungsreichen Schauplätze, das Jugendabenteuer-Flair sowie die lustigen Nebencharaktere. Seine größte Schwäche ist, dass es dem Spieler mehr Geduld abverlangt, als Otto Normalzocker aufbringen kann. Wer aber wahlweise eine Herausforderung oder eine Endsequenz in 90er-Jahre-3D sucht, der ist mit dem Spiel gut beraten. So, wie beende ich das Video jetzt am besten? Unter Wasserpflanze.